So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeldom zu einem neuen Part. Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Ich habe hier mal ein bisschen was zugebaut, da im letzten Part der Creeper ein bisschen was reingesprengt. Hier habe ich das provisorisch mit einem Block Erde zu machen müssen. Ja, gut, okay. Ich glaube, wir können weiterbauen an der Brücke. An der Brücke in die Wildnis. Zum Druthaus hin. Hier brauchen wir auch wieder ganz viele Dinger rechts und links. Zaundinger als Geländer. Ja, falls ich heute ein wenig husten sollte. Ja, ich habe Corona. Nee, Spaß. Ich bin ein bisschen erkältet und ja, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich so ein bisschen verschnupft klinge. Ich bin wie immer erkältet. Wahrscheinlich auch die letzten Parts und klinge deshalb auch ein bisschen schleimig. Ja. Über die Wüste. Ich glaube, irgendwann müssen wir auch in die Richtung dann wieder hin, aber wir arbeiten uns erstmal hier dort lang. Hoffen nicht runterzufallen und dann können wir, wenn wir gelernt haben, nicht runterzufallen und hier ein bisschen Routine dran haben, mal ein bisschen zu reden anfangen. Beim Brückenbau bietet sich das ja an. Gerade wenn man Bauparts hat, dann ist das Reden hier, ja, das Thematisieren von Themen hier dringend notwendig. Sonst hat man hier nur das Bauen. Also werden wir jetzt in den nächsten Parts noch einige Themen thematisieren. Genauso sagt man das. Themen thematisieren. Weil diese Brücke noch ziemlich lang dauern wird, wird das wohl noch ein paar Themenparts geben. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch, dass jetzt hier weniger Storytechnisches passiert. Es gab ja so viele storytechnische Roleplay-Parts hier in Minecraft auch noch bisher. Da kann man ja zur Abwechslung mal über was reden. Räusper. Hust, hust. So viel Roleplay, wie wir hier bisher in Minecraft Arno gemacht haben, muss es auch mal zur Abwechslung mal Themenvideos geben. Wirklich. Denke ich, das kann man so mal machen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, heute wollte ich ein bisschen, ja, man kann es, wenn man es so nennen will, kann man es durchaus als Werbeeinlage bezeichnen. Das ist Werbung für mich selbst. Ich darf das. Heute möchte ich nämlich ein wenig über meinen Podcast reden. Hier mal ein bisschen Werbung für meinen Podcast auf meinem Podcast-Kanal machen. Mit dem Mordi zusammen. Ja. Das darf ich, weil das ist mein Kanal. Da darf ich über meine Sachen Werbung machen. Ja, von mir aus, wenn ich nachher dran denke, im Schnitt kann ich auch noch hier Dauer-Werbesendung oder sonst was, Dauersatire-Sendung einblenden. Es ist mir wurscht. Es ist Werbung für mich selbst. Vielleicht kann ich es auch nicht einblenden, weil das irritiert dann nur. Ich mache ja keine Werbung, ich mache ja nichts, ich werde ja von mir selbst nicht bezahlt, also, oder? Bezahle ich mich dafür, dass ich jetzt hier Werbung kann? Ich kann mir ja nachher selber einen Fuffi in die Hals drücken, dann ist das hier ein Placement, dann ist das hier, ja, machen wir so. Hab bestimmt noch irgendwo einen rumliegen.
Dann drücke ich mir nach Herrn Fuffi in die Hand. Ah, verdammt! War eh fast alle. Dann können wir das hier als Wärmung kennzeichnen. Ja, das ist ja wurscht. Es ist doch wurscht. Kommt, Leute. Das ist doch... Als ob das nicht klar wäre. Das ist... Als ob mir hier irgendjemand Werbedeals vorwerfen würde mit in meiner Größe. Das ist, als ob ich da irgendwie... Als ob das auf meinem Kanal irgendwie zur Debatte steht, dass ich hier für irgendwen Werbung mache. Ich meine, mittlerweile ist es nicht ganz so unrealistisch geworden, aber ich würde es mal so ausdrücken, es sollte auf meinem Kanal vielleicht nicht als Selbstverständlichkeit angesehen werden, dass wenn etwas nach Werbung klingt, dass es dann Werbung ist. Also, wenn etwas nach Werbung klingt, sollte man vielleicht davon ausgehen, dass es keine Werbung ist bei mir. Mit meiner Reichweite. Versteht er? Wahrscheinlich nicht, aber gut. Ich gehe immer davon aus, wenn ich was erkläre, dass die Leute das nicht verstehen. Dass ich so unklar rede, dass das eigentlich keiner versteht, was ich sage. Aber ja. Willkommen zum 89. Part Minecraft Anno. Ja, noch hat sich keiner beschwert. Ja, so viel dazu. Und doch über unseren Podcast hat sich noch keiner beschwert. Da hat aber auch noch keiner drüber gelobt. Das ist natürlich das andere Ding. Ja, wir sollten aufhören, so tief zu fallen. Es wird dunkel, ich sollte mal Richtung Bett gehen. Sonst überspringt mich hier noch ein kleiner Zombie und greift mich ein kleiner Creeper an. Diese verdammten Creeper, die immer deine Hörner fressen und die Zombies, die dich in die Luft sprengen. Das ist hier in Minecraft wirklich schlimm. Und diese Spinnen, die immer mit ihrem Pfeil und Bogen dich von weitem an schießen und die Skelette, die von den Wänden runterkraxeln und dich mit ihren Giftzähnen beißen wollen, das ist hier wirklich. Es ist kritisch hier in Minecraft. Muss man aufpassen, dass man nachts schlafen geht. Dass sowas nicht passiert. Was? Bin jetzt aus dem Bett rausgesprungen. So, nächster Morgen. Ich höre doch Spinnen. Es sind doch eindeutig Spinnen mit ihren verdammten Pfeil und Bogen. Da siehst du doch brennen. Oh, ein Zombie! Haust ab, lässt mich in Ruhe. Nicht wieder an derselben Stelle. Haust ab! Verpiss dich! Raus aus meinem Dorf! Verpiss dich, du Wichser! Du explodierst heute nicht. Nicht mit mir. In Schaf im Blumenbeet. Ey, yo. Wir haben kein Holz. Ah ja, das ist das Problem hier an der Sache. Ja, 12 Holz. Joa, hier vielleicht ein bisschen runter. Hier ist ein bisschen. Das ist kein Eichenholz. Wir brauchen Eichenbretter. Jo. Unbedingt Eichenbretter. Wenn wir jetzt mit einem anderen Holz anfangen, das ist kontraproduktiv. Oder bist du Holz? Bist du Eichenholz? Klar bist du Holz. Nein, du bist nicht Eichenholz. Das ist natürlich schlecht. Du bist Birkenholz. Damit fangen wir jetzt nicht an.
ein Birkenwald. So, hier mal runter, mal ein bisschen Holz sammeln. Lauter Birken. So, Mist aber auch. Ja, ich wollte über den Podcast reden. Meinen Politik-Satire-Podcast zusammen mit dem Mordav aka Mordi aka Lightbite. Machen wir seit dem 2.2.2020. Ja, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, wenn ihr das Video hier seht. Ich bin ein bisschen am Vorproduzieren. Ich brauche mal ein bisschen Eichen. Es ist hier überall. Überall die Dinger, Birken. Keine Birken. Ich brauche Eichen. Eichenschild. Verdammt, hier sind aber viele. Hier sind viele Birken. Könnte man glatt ein Birken-Dings draus machen? Eine Birkenbrücke. Hätte auch seinen Stil. Zur Hälfte Birke, zur Hälfte Eiche. Das schaffen wir dann doch, glaube ich, nicht. What the fuck, hier sind doch, das ist, wie weit bin ich hier schon gewandert? Das sind alles nur verfickte Birken. Verfickte Birken. Und ich komme gar nicht dazu, über meinen Podcast zu reden. Satire-Podcast mit Mordi. Wir reden über politische, aktuelle, ja, meistens aktuelle Themen. Und versuchen dabei, ein wenig satirisch rüberzukommen. Die scheiß Wüste. Die scheiß Birken. Da fuck. Jo, wenn wir hier eh schon nach Birken suchen und nur durch den Wald rennen, können wir ja auch mal weiterreden, mal endlich zum Thema kommen. Mal nicht um den heißen Brei drumherum reden, mal endlich mal was zur Sache sagen. Ja, viel habe ich noch nicht gesagt, aber viel gibt es auch nicht zu sagen. Im 2-Wochen-Rhythmus kommt das Ganze auf meinem Podcast-Kanal. Mit dem Namen, den Namen habe ich noch gar nicht erwähnt. Oh Mann. Auf dem Podcast-Kanal mit dem Namen Bilateral Podcasts. Diesen schönen Namen hat der Podcast. Mich triggert es hier einfach so. Diese Birken. Diese verfickten Birken. Ich brauche Eichen. Das Spiel will mich wirklich. Das verarscht mich. Verarscht mich gerade echt. Eine Eiche. Ein Königreich für eine Eiche. Wo war ich stehen geblieben? Bei den Eichen. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Den Faden. Ich habe den roten Faden verloren. Sekunde. Doch,
den roten Faden. Er war in meiner Tasche. Zwecki hält einen roten Faden, einen roten Bindfaden in seiner Hand. So. Das ist der rote Faden in meinen Themen-Talks. Oft in meinen Podcasts zu hören. Und zu hören, mitzukriegen. Der rote Faden. Da haben wir den roten Faden wirklich mit dabei. Akazienholz. Ach. Ach, leck mich doch. Wir haben uns jetzt so weit vom Dorf entfernt. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich habe mich verirrt. Ich wollte doch nur ein paar Eichen finden. Eine einzelne verfickte Eiche. Ist das jetzt wirklich eine Eiche? Das ist Eichenholz. Da ist eine einzige verfickte Eiche. In dieser ganzen Map. Das ist wirklich Akazie. Oh, da ist noch eine Eiche. Ach, es ist doch nicht. Hello, darkness, my old friend. Ich wollte heute eigentlich lange über das, was ich noch vorhabe mit meinem Podcast reden und das, was ich geplant habe und wie ich und euch das alles erklären und ausdrücklich. Oh Mann. Verdammten Bäume. Die triggern mich viel zu viel, dass ich da über irgendwas rumreden könnte. Ja, wirf doch weg. Okay, jetzt haben wir 36 Holz. Da ist noch eine Eiche. Eine einsame Eiche. Oh, das Spiel will mich heute wirklich trollen. Das ist hier wirklich fett am Trollen. Haben wir zumindest was, womit wir das Thumbnail und den Titel füllen können. Nicht mit dem Podcast. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Ist der Part bald vorbei? Ich mache mich dann mal irgendwie auf den Weg zurück oder so. Ja, das ist Akazie. Podcast. Ja, wir haben auf jeden Fall vor, also wir, ich und Modi, haben vor, im bilateralen Podcast, das noch einmal erwähnen, hier ausdrücklich, merkt's euch, der Link ist in der Kanalbeschreibung, geht dorthin, hört den Podcast zu, ist ordentlicher, ist strukturierter und besser als hier in den Let's Plays, in Minecraft Arno Parts. Ja, jedenfalls, wir haben vor, auch ein paar Gäste einzuladen. Einen haben wir schon uns rausgesucht. Einer hat schon zugesagt. Ein Gast, der wird voraussichtlich, sag mir, dass das Fichte ist. Schluchzheul. Ich will doch nur ein bisschen Eichenholz. Ein klein bisschen Eichenholz. Kein Fichten, kein Akazien, kein Birkenholz. Ich habe mittlerweile alles an Holz. Ich habe Akazie, ich habe Fichte, ich habe bloß nicht das, was ich wollte. Und es ist dunkel, es ist nachts. Und ich bin nicht in meinem Dorf. Oh Mann.
Ja. Was wollte ich gerade zu meinem Podcast sagen? Wir werden Gäste einladen. Einer ist schon sicher. Wann er kommt, wahrscheinlich Folge 5 haben wir jetzt erstmal so angestrebt. Autsch. Ist eine Schlucht. Ich werde sterben. Ich sehe nichts. Wir haben kein Bett dabei. Ich höre Zombies. Den Gast verrate ich euch noch nicht. Das soll eine Überraschung werden. Eine spannende Überraschung. Und ja, dann habe ich auch vor, vielleicht mal ein paar Politiker einzuladen zu unserem Podcast, unserem Polit-Satire-Podcast. Mal schauen, was wir da hinkriegen. Vielleicht klappt es ja. Wir sind auch ein sehr, sehr kleiner Podcast. Also, ja. Die großen Nummern wird man vielleicht noch nicht bekommen, aber mal schauen, was sich organisieren lässt. Ich guck mal. Ich höre ein Skelett, das mich gleich erschießt oder runterschleudert. Verfickt. Ich fluche heute sehr, sehr viel, ziemlich viel. Ist ja auch zum Fluchen hier. Oh nein, da geht's runter. Wieso habe ich mich so weit vom Dorf entfernt? Es ist doch zum Heulen. Zum Heulen und zum Kotzen. Ja. Der Podcast ist natürlich satirisch gemeint und ist an manchen Stellen auch ein bisschen überspitzt und ein Zombie. Ah! Und vielleicht auch nicht ganz eine Hexe, verdammt. Und nicht ganz ernst zu nehmen. Ja. Satirisch ernst zu nehmen halt. Au. Au. Ich bin vergiftet. Au. Ich werde sterben. Au. Au. Kacke. Au. Ich bin tot. Au. Verfickt. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ein halbes Herz, ein halbes Herz, ein halbes Herz, ein halbes Herz, ein halbes Herz. Ah. Huhahaha. Es ist zu spannend hier, um über irgendwas zu reden. Ja, die ersten beiden Folgen dürften jetzt schon, vielleicht auch nur die erste, ich weiß nicht, wann ich das veröffentliche, die erste und die zweite Folge, mal schauen, ich habe das Datum der Veröffentlichung jetzt nicht im Kopf, wirklich nicht, wo sind wir, ich habe mich verlaufen, wo ist mein Dorf? Es ist doch wirklich zum Mäusemelken hier. Wir hatten ja nichts mit, also. Puh, fuck. Wie auch immer, wie weit wir jetzt mit dem Part sind oder wie weit wir nicht sind. Vielleicht habe ich auch schon lange überzogen. Ich mache jetzt hier an dieser Stelle Schluss. Ich gehe jetzt hier pennen und im nächsten Part geht's weiter. Part 90, der nächste Part. Ein kleines Jubiläum. Haut daran. Man sieht sich. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.